Mose vor dem Pharao. Teil 4 der Geschichte von Mose. Nachdem er 40 Jahre im Ausland gelebt hatte, kam Mose nach Ägypten zurück. Er traf sich mit seinem Bruder Aaron und den Führern des israelitischen Volkes, das für die Ägypter als Sklaven arbeitete. Gott hat mich geschickt, um das ganze Volk aus der Sklaverei Ägyptens zu führen und in ein wundervolles und fruchtbares Land zu leiten, gab Mose ihnen bekannt. Dann zeigte er ihnen die Wunder, die Gott ihm vorher durch den Dornbusch aufgetragen hatte. Er warf seinen Stock auf den Boden und er wurde zur Schlange. Er steckte seine Hand in die Tasche und zog sie heraus. Sie war voller Ausschlag. Er tat das Gleiche erneut und sie war wieder gesund. Da glaubten die Israeliten, dass Mose tatsächlich von Gott gesandt war und dankten Gott. Mose und Aaron gingen zum ägyptischen Herrscher, dem Pharao, und forderten ihn auf. Gott sagt, lasst mein Volk die Israeliten gehen. Der Pharao erwiderte, warum soll ich das tun? Sie sind eine billige und wichtige Arbeitskraft für mich. Außerdem glaube ich ja nicht mal an euren Gott. Gut, dann will ich dir zeigen, dass Gott uns geschickt hat, sagte Mose. Aaron warf seinen Stock auf den Boden und er wurde zu einer Schlange. Das beweist gar nichts, entgegnete der Pharao. Er ließ ein paar seiner Magier kommen und sie taten das Gleiche. Allerdings fraß die Schlange von Aaron die Schlangen der Magier auf. Der Pharao war wenig beeindruckt. Er schickte Mose und Aaron fort. Statt die Israeliten gehen zu lassen, gab er ihnen nur noch härtere Sklavenarbeiten auf. Gott hatte Mose schon vorgewarnt, dass der Pharao sie nicht so einfach gehen lassen würde und er selbst ihn letztendlich dazu zwingen müssen würde.